Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Immortals Phoenix Rising. Ich kann's nicht anders. Ich muss darüber. Ich muss wissen, was da los ist. Ich habe mal unsere neue Wildschwein-Kappe aufgesetzt. Völlig in Rot. Ziemlich cool. Und jetzt ist mein Ziel darüber fliegen. Ihr seht schon, da warten aber auch schon wieder ein Haufen Freunde auf uns. Aber halb so etwas wild. Sagt mir, dass ich hier auf alles gefasst sein muss. Phoenix näherte sich Talos, dem mächtigsten von den Meistern von Lumaspiel. Ja! Mit mir. Europa hat den Bronzetrampel geliebt. Ich schenkte ihn Kreta zum Schutz vor Eroberern. Siehst du, ich kann auch nett sein. Schwierig. Come on. Von wo geht's da weiter dann? Egal, kriegen wir hin, Freunde. Einfach nur mit Concentration. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel einfacher das mit der Maus zu steuern gehen muss. Ich hoffe, ich bin richtig. Das kannst du nicht! Wie sollst du denn das schaffen? 100 Pro müssen wir da einfach die Zeit, also den Pfeil, langsamer fliegen lassen. Holy shit. Das war anstrengend, Freunde. 2 Münzen dafür nur. Es war eine nette Geste, Zeus. Aber irgendwann hatte Medea Talos Schwachstelle entdeckt. Wie hätte ich ahnen können, dass es dumm war, ihm nur eine Ader zu geben? Sie war mit einem Nagel verschlossen. Komm mir Idioten sicher vor. Sie musste den Nagel nur herausziehen und der große Automat ging zu Boden. Okay, Freunde, lass mal rausfinden, was das hier für eine Insel ist. Ja.
Oh. Phoenix traf auf Polyphemus, den Sohn von Toosa und Poseidon. Er war brutal, wild und gierte nach Fleisch. Niemand war gefürchteter. Niemand. Das macht langsam Spaß. Wow. Ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich machen sollten hier. Reit ihn nicht verfügbar. Fuck you. Ist krass. Der Dude ist wirklich krass, Alter. Ich meine, ich habe den bald gestunt, ja. Aber was dann? Weißt du, wie ich meine?
Come on. Bisschen Dark Souls-Style, Alter. Passiert. Leute, den kriegen wir aber. Vergesst nicht, das ist der gefürchtetste von allen. Und jetzt lernt er mal, was Angst ist. Das ist dein Ende. Ja! Polyphemus war so auf Zerstörung versessen, dass sein Untergang zu einer Lektion für alle wurde. Wer sich nur auf eines konzentriert, wird genau daran zugrunde gehen. Naja, er hatte ja auch nur ein Auge. Sobald du 4 Teile von mächtigen Monstern erbeutet hast, kannst du aus ihnen eine hervorragende Rüstung fertigen. Schließe alle Eliminierungsheldenprüfungen von Hermes Übersicht ab, um die neue Rüstung zusammensetzen zu verzetteln. Weißt du Bescheid? Nice. Freunde, Alter. Leco mio. Vor allen Dingen beschaffe das Wagenrad unter dem Skorpion. Kann es sein, dass das der Skorpion ist, den wir schon gesehen hatten? Wir sind doch schon mal auf einem Skorpion gelandet, oder?
Holy shit, bist du behindert? Ehrlich? Das Geile ist, dass der gestunlockt wird durch Phosphor. Okay, der hat das hier bewacht. Aber wo ist der Eingang dafür? Oben drauf wahrscheinlich, anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ja. Mehrere Reindrop-Löcher. Okay, so lässt sich's leider nicht verarschen. Aber so. Wer hat Schiss vorm Riss? Niemand. Trillo ist Kampfgrube. Oh no. Göttliche Kraft, die ich noch nicht hab. Das ist echt schade. Ich hoffe aber, dass das jetzt als Schnellreisepunkt bei uns wenigstens drin ist. Wehe, wenn nicht. Ja. Wagenrad unter dem Skorpion. Das ist original da, wo wir Ambrosia geholt hatten. Ich habe keine Ahnung, wozu ich das mache. Hat das überhaupt was mit der Hauptstory zu tun? Ich glaube nicht. Da ist der Skorpion. Ich finde es super funny. Also mit dem Bossgegner eben, das fand ich krass. Wir sind also immer noch hinter dem Rad her? Ernsthaft? Der Skorpion hat das Ding vom Wagen abgeknipst. Das ist reine Gefühlsduselei. Darauf rumzureiten bringt es auch nicht zurück. Und niemand fühlt sich besser. Er war selbst schuld. Weißt du, es wäre völlig verständlich, wenn du dich schuldig fühlen würdest. Ha!
Oh. Phoenix näherte sich der Skorpionstatue und entdeckte ein verborgenes Gewölbe unter seinem kalten und bösen Blick. Was hatte der Skorpion überhaupt für ein Problem mit Phaeton? Hat das etwas mit deinen Liebesabenteuern zu tun? Bitte, selbst ich habe Standards. Aber sicher doch. Deshalb hast du dich auch in einen Sonnenstrahl verwandelt, einen Stier, einen Adler, eine Göttin, eine Wolke. More power to you, Zeus. Athos Ärger. Es sind aber zwei, ne? Egal, okay, Alright. Das war's. Das hier alles Ziel werfen? Das ist ein sehr stranges Rätsel. Oh, oh. Ey. Ja. Ich frag mich, wo das Rätsel ist. Für die Truhe, aber wir werden es rausfinden. Momentan ziemlich entspannt. Stellt euch vor, ein so ein Teil landet so verkantet da drin. Ha! Ha!
Aber es ist doch interessant zu wissen, dass es immer noch göttliche Kräfte gibt, die wir noch bekommen können. Ich denke aber, dass es eher so Verbesserungen sind. Wie, wir können ja jetzt unsere Steinstatue machen, etc. So eine Sachen. Ich glaube nicht, dass wir komplett neue Fähigkeiten lernen. Okay. Ich bin super konzentriert. Ich weiß, dass man das merkt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich frag mich, ich hoffe, man kommt einfach nur so an die Truhe. Was war das für ein Schrei? Oh, das war drauf. Ha, aber ey. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Das Problem ist ja, dass du hier blind schießt. Weil der zielt und dann nach einer Weile macht er noch ein Stück nach oben. Muss man drauf achten. Ich ziel dahin, dann dauert's und jetzt geht er nach oben. Problem ist halt, dass man nicht unendlich Ausdauer hat, ne? Mit mehr Ausdauer ist es natürlich dann more easy. So. Oh, ich dachte schon. Ist es nicht passiert? Ich wollte nur demonstrieren, was passieren könnte. Ja, nee. Ich wollte jetzt ein bisschen Risky Bisky spielen, aber nope. Rat nachzujagen ist nicht nur gefühlsduselig, es ist dumm. Genau, und du tust ja nie etwas Dummes. Also ich würde das Rad nicht anfassen, du fängst dir noch was ein. Es ist schmutzig. Ich bete, dass Zeus mir hilft. Seine Macht kann alles läutern. Moment mal, wie war das? Unter uns ist irgendwo... die Truhe. Noch weiter unter uns. Da.
Aber wie kriege ich die auf? Das Problem ist ja... Wie sehe ich denn, ob das offen ist? Hier irgendwo. Shit, Freunde. Es müsste ja quasi gehen, aber dafür muss ich ja da drauf stehen. Ich hab gerade überlegt, ob das halt aufgeht, wenn ich auf einem von den Feldern stehe. Aber das Problem, wie gesagt, ist ja, dass ich auf dem Feld stehen muss. Kann es also eigentlich nicht sein. Leute, ich will an diese scheiß Truhe. Aber wie geht die auf? Ey, wir haben bis jetzt immer jede Truhe irgendwie aufbekommen. Was hat das mit dieser Truhe auf sich? Kann ich irgendwo irgendwas aktivieren? Warte mal, da ist ein Loch. Fuck yeah! Ja gut, aber wir haben die Truhe. Und wir haben auch das Wagenrad, Freunde. Wir haben damit alles, was wir wollten, und wir bekommen noch einen Blitz obendrauf.
Ich spüre die Kraft. Ich hab Hunger. Schade, ich glaube, wir brauchen 7. 7. Na, was? Phoenix wusste, dass nur die Macht des Zeus das Rad von der Verderbtheit befreien konnte. Solche Kopfschmerzen hatte ich seit Athenas Geburt nicht mehr. Nice, Alter. So, Freunde, wir sind mit der Folge eigentlich schon am Ende, aber ich würde sagen, was wir noch machen können, ist eine Schnellreise zur Halle der Götter. Gucken, wir können nämlich Leben auf jeden Fall eins hochpumpen. Und das ist Spitze. Ich bin die ewige Wahrheit. Ich bin eure neue Welt. Okay, cool. Können wir nicht? Was darf sein, Phoenix? Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Haben wir das schon gemacht? Wir müssen auch mal hier unbedingt sammeln. Das ist krass. Ich dachte, wir haben... der hat uns doch die ganze Zeit angezeigt, dass wir... Oder? Ich hab das doch nicht geträumt. Gut, dann können wir zumindest da eine Schnellreise machen, damit ich in der nächsten Folge... Denn ich werde die Aufnahmesession hier dann nach der Folge beenden. Damit ich dann aber weiß, was ich machen wollte. Deswegen beenden wir das hier. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wie immer, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Super wichtig, damit der Kanal nicht ausstirbt. Und dass auch so eine Let's Plays in Zukunft weiterlaufen. Danke an alle. Danke auch für jeden, der einen Kommentar hinterlässt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hau rein. Bye, bye.